Hallo, ich freue mich, dass ich heute ein paar Worte zu meinem neuesten Buch sagen kann, zu dem Buch Ende des Traums, das gerade erschienen ist und das Sie natürlich in jeder Buchhandlung oder über Amazon oder Ähnliches bestellen können. Die Geschichte ist im Wesentlichen ein Roman, der ein paar Science-Fiction-Elemente hat. Es fängt nämlich damit an, dass zwei junge Leute aus dem Jahr 1943 durch einen komischen Unfall, nennen wir das einmal, in das Jahr 2023 versetzt werden. Und sie finden sich natürlich jetzt am Anfang überhaupt nicht zurecht. Es kommt zu vielen Missverständnissen, zu vielen Überraschungen, zum Teil auch ganz witzigen Ereignissen. Etwa wie der junge Mann versucht, in einem Geschäft einzukaufen mit einer Milchkanne. Er freut sich schon auf einen Milchkaffee nach so langer Zeit und er findet nirgends offene Milch. Und dann sieht er, dass so viel in dem Geschäft verpackt ist, sodass er sich denkt, na, vielleicht ist die Milch auch verpackt, und geht er zu den Flaschen, er findet auch bei den Flaschen nirgends eine Milch, nur sowas wie Maresi. Und dann in seiner Verzweiflung fragt er jemanden, ja, wo ist denn die Milch? Und dann zeigt er auf ein paar Kartons hin und da kommt ihm der junge Mann drauf, dass es inzwischen Kartons gibt, die im wasserfest sind und dass man auf diese Weise heute Milch verkauft. Und so geht also die verschiedensten Geschichten weiter. Also auf der einen Seite haben die beiden jungen Leute Schwierigkeiten und Missverständnisse, auf der anderen Seite bewundern sie, wie gut es den Menschen heute geht oder im Jahr 2023 geht. Aber je mehr sie kennenlernen von der Gesellschaft, werden sie auch kritisch. Diese Unterbrechungsgesellschaft, wie ich das auch gerne sonst nenne, über SMS, über YouTube, über Videoströme, über Handy und so weiter, gefällt ihnen eigentlich nicht. Auch andere Sachen gefallen ihnen an der heutigen Gesellschaft, die natürlich dann bis 2023 sich noch etwas weiterentwickelt haben, auch nicht. Und in ihrer Kritik kommen sie darauf, dass sie nicht alleine sind und sie beginnen jetzt im ASEAN-Land einen Ort aufzubauen mit einer anderen Struktur, wo man Hochtechnologie verwendet, auch Hochtechnologie, die ein bisschen Science-Fiction ist, aber die man irgendwie grün einsetzt, in einer vernünftigen Weise. Mehr regional, mehr saisonal, also dass man zum Beispiel eben keine Erdbeeren im Jänner isst, sondern dann, wenn eben die Erdbeersaison ist, so wie wir uns auch auf eine Spargelsaison freuen. Und sie versuchen auch andere ganz neue Technologien. Also in diesem Sinn wird dann auch ein bisschen technologisch über die Zukunft gesprochen. Und das Buch endet schon nach ungefähr 4 Jahren, also so im Jahr 2026 ungefähr. Und dann gibt es ein Nachwort, das 27 Jahre später, im Jahr 2053, spielt, wo ihm beschrieben wird, was sich aus dieser Technologie und aus der ganzen Geschichte zum Schluss dann ergeben hat. Ja, ich würde hoffen, dass Sie einmal einen Blick hineinmachen und dass Ihnen das Buch so viel Spaß macht, wie mir das Schreiben gemacht hat. Dankeschön.